Lehman Brothers, Wirecard, LuxLeaks, Cum-Ex. Die großen Wirtschaftsskandale unserer Zeit haben einen gemeinsamen Nenner. Kein Unternehmen und kaum eine Regierung kann mittlerweile ohne sie. Die vier größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Welt, die Big Four. Auch bekannt für Tipps zur aggressiven Steuervermeidung, ungenaue Bilanzprüfung, Unternehmens- und Regierungsberatung voller Interessenskonflikte. Die Big Four sind allgegenwärtig. Ihr Einfluss ist groß, ihre Nähe zu Politik ebenfalls. Viel Macht, um die es erstaunlich still ist. Hier sind drei Gründe, warum wir über die Big Four sprechen müssen. Grund 1. Skandale über Skandale. Die Big Four dominieren eindeutig den Markt, prüfen über 90% der deutschen börsennotierten Unternehmen. Ihre Bewertung entscheidet über Investitionen, ihre Regierungsberatung gestaltet Gesetze mit. Die Big Four, das sind Deloitte, EY, KPMG und PwC. Ohne die Big Four ist unsere Finanzwelt nicht denkbar. Genauso wenig denkbar ist allerdings auch ein Finanzskandal ohne ihre Beteiligung. Dabei sind sie eigentlich genau dafür da, falsche Bilanzen rechtzeitig zu erkennen und so Finanzskandale zu verhindern. Doch das hat offensichtlich in vielen Fällen nicht geklappt. Beispiel Lehman Brothers. 2008 löste die Insolvenz der Investmentbank eine globale Finanzkrise aus. Jahrelang hatte Lehman Brothers die eigenen Bilanzen schön gerechnet. Und die Wirtschaftsprüfer von EY hatten eine saubere Buchführung attestiert. Darauf verließen sich zahlreiche Investoren und Banken, bis die Blase platzte, Lehman pleite ging. Und das nicht ohne Kollateralschäden für den Finanzmarkt. Nichts geht mehr im Wall Street Casino. Der Staat, hieß es hier früher, sei nicht die Lösung, sondern das Problem. Heute ist er die letzte Rettung. Mit 480 Milliarden an Steuergeldern musste allein der deutsche Staat einspringen, um die hiesigen Banken zu retten. Beispiel 2. Wirecard. Im Juni 2020 platzt die Bombe. 1,9 Milliarden Euro, die auf philippinischen Konten liegen sollen, existieren nur auf dem Papier. Das Wirecard-Haus bricht zusammen und muss Insolvenz beantragen. Jahrelang hatten die Wirtschaftsprüfer von EY die Bilanzen kontrolliert, eine saubere Buchführung attestiert. Trotz zahlreicher Hinweise hieß es auch hier, nichts zu beanstanden. Am Ende fehlten fast 2 Milliarden Euro. Und zahllose Investoren hatten Geld in eine eigentlich betrügerische Firma gesteckt. Die Beispiele offenbaren, die besten Wirtschaftsprüfer der Welt sind erstaunlich einfach zu täuschen. Oder sie schauen, wie manche vermuten, nicht genau genug hin. Carola Rinker beschäftigt sich seit Jahren mit den Big Four, war Sachverständige im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Sie kennt mögliche Fehler im System, zum Beispiel: Prüfer werden von denen bezahlt, die sie prüfen sollen. Stellen wir uns einfach mal vor, meine Studierenden würden nicht direkt bezahlen und nicht die Hochschule. Dann ist die Frage, wie streng ich bei der Benotung wäre, weil ich muss ja meine Brötchen irgendwie bezahlen können. Und da wäre möglicherweise auch der Anreiz da zu sagen, ich brauche das Honorar, um leben zu können. Dann bin ich vielleicht mal nicht so streng oder drücke ein Auge zu. Man beißt nicht die Hand, die einen füttert. Die Bilanzexpertin nennt ein Beispiel. Für EY war Lehman Brothers auch ein wichtiger Kunde, also prozentual am Umsatz. Und das könnte natürlich dazu geführt haben, dass man da vielleicht nicht hinreichend auf die Risiken hingewiesen hat. Doch nicht nur das Prüfgeschäft kann mit Interessenskonflikten verbunden sein. Wir treffen Gian Kuskaya. Er hat jahrelang als forensischer Ermittler bei KPMG gearbeitet. 2023 wendet er sich an Frontal. KPMG soll mögliche Deals mit Russland nicht ausreichend untersucht haben. Die letzten Schritte vor der Enthüllung. Dieser Mann wird zum Whistleblower. Deckt auf, was geheim bleiben sollte. Seine Vorwürfe wiegen schwer. Es geht um Rüstungsdeals in Millionenhöhe. Natürlich fällt es mir sehr schwer, an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber letzten Endes hat sich gezeigt, dass, wenn ich nichts dazu sage, der Sachverhalt vielleicht nie mehr ans Tageslicht kommt. Auch heute ist es ihm wichtig, aufzuklären. Er will auf mögliche Schwachstellen hinweisen.
Die gibt es auch beim Beratungsgeschäft der Big Four, denn das boomt. Die Beratungsgeschäfte sind insgesamt lukrativer, weil dort natürlich höhere Margen generiert werden können. Und auch gemessen am Umsatz ist der Anteil auch höher. So könnten Wirtschaftsprüfer versuchen, über einen Prüfauftrag später den lukrativen Beraterposten zu bekommen. Problematisch wäre es beispielsweise, wenn der Wirtschaftsprüfer toleranter bei der Prüfung der Bilanzen wäre, weil er sich durch ein Beratungsgeschäft bei demselben Kunden beispielsweise Umsätze erhofft. Seit dem Wirecard-Skandal ist zwar die gleichzeitige Beratung und Abschlussprüfung von Unternehmen verboten, jedoch nur, wenn das Unternehmen von öffentlichem Interesse ist oder an der Börse notiert. Dann gibt es da noch das Bonussystem. Hier winken den einzelnen Prüfern enorme Prämien. So schreibt das Prüfunternehmen Deloitte in seinem Transparenzbericht: Der variable Teil der Vergütung lag im Durchschnitt bei ca. 30% des Festgehalts. Also 30% gab es als Erfolgsprämie obendrauf. Damit nicht genug. Für leitende Angestellte, sogenannte Partner, fallen die Boni noch fetter aus. Auf jeden Euro, den ein Deloitte-Partner verdiente, kamen 3,60 Euro als Bonus dazu. Für 100.000 Euro Gehalt im Jahr 360.000 on top. Nicht so schlecht. Es ist grundsätzlich erstmal ein völlig legitimes Geschäftsmodell. Nur es muss natürlich auch sicherlich zum Nachdenken anregen, denn es ist durchaus eine Gefahr bei diesen finanziellen Abhängigkeiten, dass eben auch die Unabhängigkeit hinten runterfällt. Satte Prämien auf der einen Seite. Getäuschte Anleger, Milliarden an Steuergeldern für die Bankenrettung auf der anderen. Immer wieder geraten die Big Four in die Schlagzeilen. Die Konsequenzen? Ziemlich überschaubar. Einige Strafzahlungen, wenige Sanktionen. Und trotz all dieser Skandale holt sich auch die Politik regelmäßig die Big Four zu Hilfe. Und das führt uns zu Grund 2. Die Nähe zur Politik ist groß. Zu groß? Beispiel Bundeswirtschaftsministerium. Da steht vor der bürokratischen Herkulesaufgabe Energiepreisbremse. Die Anträge hochkompliziert, deren Prüfung ebenso. Für das Ministerium zu aufwendig, stellte sich heraus. Nachdem viele staatliche Institutionen abgesagt hatten, holte sich das Wirtschaftsministerium die Big Four ins Haus. Und zwar die Wirtschaftsprüfer von PwC. Denen überträgt Wirtschaftsminister Habeck die Prüfung und Bearbeitung der Anträge. Damit wird PwC zu einer mächtigen Prüfbehörde. Mit solchen Aufträgen verdienen die Big Four nicht nur viel Geld. Sie gewinnen auch jede Menge sensible Informationen. Und Wissen ist bekanntlich Macht. Und was sagt PwC dazu? Auf Anfrage schreiben sie: Die Befürchtungen sind unbegründet. Richtig ist, dass für uns die Einhaltung von Gesetzen, Normen und berufsüblichen Standards mittels sogenannter Ethical Walls selbstverständlich ist. Die Versuchung, mit dem Wissen aus der Regierungsberatung woanders Geld zu machen, ist groß. Wie groß, zeigt ein Beispiel aus Australien. Seit 2013 beriet PwC die australische Regierung beim Entwurf eines neuen Steuergesetzes. Die dabei erhaltenen vertraulichen Informationen wussten sie auch anders zu nutzen. PwC warb damit um neue Kunden und empfahl diesen, ihre Steuerangelegenheiten neu zu regeln, um möglichst viele Steuern nicht an den australischen Staat zu zahlen. PwC verdiente damit zusätzliche Millionen, bis die Sache aufflog. Der daraufhin neu ernannte PwC-Vorstandschef in Australien musste sich vor dem Senat erklären. The failures identified should never have been allowed to take place. What happened is totally unacceptable. For this, I am sorry. And PwC Australia is sorry. Eine Entschuldigung. Und das Versprechen, sich zu bessern. Doch eins steht fest. Während die Big Four an einer Stelle für sehr viel Geld den Staat dabei beraten, Steuern einzutreiben, nutzen sie immer wieder genau dieses Wissen, um dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Steuern an den Staat fließen. Ein weiteres Beispiel: LuxLeaks. Über Steuersparmodelle hatten ausländische Großkonzerne ihre Gewinne in Luxemburg abgerechnet. Zu Steuersätzen von teilweise gerade einmal 1%. Entwickelt hatten diese Steuermodelle PwC. Durchgewunken wurden sie vom luxemburgischen Staat. Die Folge: viele Milliarden weniger Steuereinnahmen. Die Big Four arbeiten oftmals fleißig daran, Steuerflucht zu optimieren.
Das führt jedoch keineswegs dazu, dass die geschädigten Staaten die Wirtschaftsprüfer nicht mehr beauftragen. Denn ohne sie geht es scheinbar nicht. Die EU-Kommission zahlte allein 2020 über 150 Millionen Euro für Beratungsleistungen an die Big Four. Auch der deutsche Staat zeigte sich unbeeindruckt. Die Liste der Staatsaufträge an die Big Four ist lang. Sehr lang. Zwei Beispiele. Ursula von der Leyen gab als Verteidigungsministerin allein 2019 154 Millionen Euro für Berater aus, darunter auch KPMG. Der ehemalige Gesundheitsminister Spahn bezahlte EY viele Millionen, um ihn bei der Besorgung von Schutzmasken zu beraten. Allein von 2015 bis 2020 wurden Aufträge in Höhe von ca. 400 Millionen Euro an die Big Four vergeben. EY, die Wirecard über Jahre falsch testierte, strich davon 57 Millionen Euro ein. Steuergelder, die an dieselben Firmen gehen, die an anderer Stelle Ideen entwickeln, wie möglichst wenige Steuern an den Staat gezahlt werden. Die Nähe zu Politik und Großkonzernen macht die Big Four sehr mächtig. Und das scheint auch so zu bleiben. Grund 3. Die Macht der Big Four scheint ungebrochen. Rückblick 2011. Als EU-Kommissar Michel Barnier die Big Four bändigen wollte, folgte ein beispielloser Ansturm der Lobbyisten. Der Kabinettschef von Barnier kommentierte das so: Wir dachten, was Lobbying angeht, hätten wir schon alles gesehen. Aber was wir mit dem Big Four erlebt haben, war die Mutter allen Lobbyings. Die Mutter allen Lobbyings beerdigte schließlich Barniers Versuch, die Big Four zu beschränken. Und das auch, weil sie dabei schlagkräftige Unterstützung hatte. Und zwar von der damaligen Bundesregierung. Dort hielt man die Pläne der EU für zu bürokratisch und zu weitreichend. Auch noch 2019, kurz nach Bekanntwerden des Cum-Ex-Skandals, sah die Bundesregierung, Zitat, derzeit keinen Bedarf, gesetzgeberische Konsequenzen hinsichtlich der Regulierung von Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland zu ziehen. Solange die Big Four so mächtig sind, wird es mit den Reformen wohl schwierig. Wenig überraschend, um die steht es weiterhin nicht gut. Doch ob es mit Reformen getan wäre, ist ohnehin fraglich. Was man nicht verordnen kann, sind ethische und moralische Grundsätze. Das heißt also, wir können die Haftung weiter verschärfen und noch viel strengere Reformen durchführen. Aber die Frage ist, wird das wirklich ein nächstes Wirecard verhindern? Auch Gian Kuskaya sieht den Ball bei den einzelnen Prüfern. Das naheliegendste wäre hier, an die Mitarbeiter selbst zu appellieren. Und da wäre sicherlich der Punkt zu sagen, dass das, was die Big Four nach außen hin tragen, verkaufen, nämlich gesellschaftliches Vertrauen zu schaffen, Ethik und Wertegrundsätze im Berufsalltag eben mitzubringen, dass diese Punkte auch konsequent von den Mitarbeitern gelebt werden. Ob die Big Four diese Unternehmenskultur wirklich leben und nicht nur predigen wollen, ist zu bezweifeln. Klar ist, die Missstände sind groß. Mindestens genauso groß ist aber auch der Bedarf an guten Wirtschaftsprüfern. Denn ohne die läuft in unserem Wirtschaftssystem wirklich nichts. Umso wichtiger, dass sie ihren Job machen und richtig prüfen. Ob das im momentanen System der Big Four überhaupt möglich ist, ist fraglich. Wie könnte ein vertrauenswürdigeres Wirtschaftsprüfsystem also aussehen? Schreib's uns in die Kommentare. In unserem Film Geheimagent Marschalek folgen wir den Spuren des früheren Wirecard-Vorstands Jan Marschalek. Wurde er vom Betrüger zum Spion? Die Antwort erfährst du im Video.